Sieben Strategien, wie du garantiert niemals einen Kunden gewinnen wirst. Strategie Nummer 1: Marketing sollte ein Fremdwort bleiben. E-Mail-Marketing, Webinare, Automatisierung, das braucht doch kein Mensch. Dafür ist doch unser Hardseller Hardy da. Der macht schließlich jeden Tag Jagd auf den einen Dummen, der heute aufsteht. Strategie Nummer 2: Wie du aussiehst, wie du auftrittst, wie du drauf bist. Das ist doch völlig egal. Sage einfach, was wichtig ist, denn nur darauf kommt es an. Energy is not the key. Strategie Nummer 3. Systeme brauchst du nicht. Du brauchst kein CRM-System, du brauchst kein Setter-Closer-Prinzip und du brauchst auch keine Sales-Skripte. Das engt dich alles doch nur ein. Du bist ein echter Menschenkenner und alles, was du brauchst, hast du in deinem Kopf. Außer natürlich, du vergisst es. Strategie Nummer 4. Kundenbeziehung völlig überschätzt. Du brauchst deinen Kunden nicht fragen, was er will oder was er für Probleme hat. Du hast eine Standard-PowerPoint-Präsentation. Du stellst die Leistung vor und der Kunde kauft. So läuft der Hase. Hat früher schon funktioniert, funktioniert heute noch. Und wenn Fragen sind, bitte am Ende der Präsentation. Strategie Nummer 5. Expertise brauchst du nicht. Vertrieb ist schließlich keine Beratung. Fach- und Sachkenntnisse sind völlig überbewertet. Wenn ein Kunde eine Fachfrage hat, ja, dann musst du die einfach überspielen. Dann vergisst er sie und kauft stattdessen. Fragt er erneut, redest du halt lauter. Strategie Nummer 6. Mach richtig Druck. Wenn der Kunde nicht will, lass es ihn wissen, dass er ein echter Unterlasser ist. Ein Verlierer, der sich halt nicht gleich entscheiden kann. Gib alles und er wird einknicken. Der Umsatz steht im Mittelpunkt, daher hol deine Brechstange raus, wenn der Kunde nicht von alleine will. Strategie Nummer 7, Follow-up. Völlig überbewertet, am besten noch automatisiert. Niemals. Wenn der Kunde Nein gesagt hat, dann ist der Deal für immer geplatzt. Und wenn der Kunde sich doch anders überlegt, dann ruft er von alleine an. Strategie Nummer 8. Du solltest dir bei Outima auf gar keinen Fall ein Strategiegespräch buchen. Du lernst möglicherweise nur dazu, denn wir helfen Unternehmen, ihr Business zu automatisieren und zu skalieren. Und nein, den Link findest du nicht in der Beschreibung. Ach so.